Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Wie ihr hier seht, habe ich immer noch unsere Sortieralgorithmen offen. Und dieses Mal geht es weiter mit dem Insertion Sort. Also ich schreibe gerade mal hier die Methode dazu. Public Static Int Insertion Sort. Und nimmt natürlich auch wieder ein Integer Array, ein unsortiertes, und gibt uns ein sortiertes zurück. Ganz klar. So, die Struktur bleibt ja im Prinzip dieselbe. Ja, was wir jetzt hier machen wollen ist, wir wollen quasi alle Zahlen, also wir wollen das Array durchlaufen und wir wollen einfach das Maximum nehmen und in ein neues Array, das Minimum nehmen und in ein neues Array reinstopfen. Und das wollen wir halt für so lange machen, bis dieses Array hier leer ist. Also quasi int i gleich 0. Ups. I kleiner unsortiertes Array.length. I plus plus. So, und jetzt wollen wir natürlich noch eine Vorschleife haben. Und ihr seht, von der Laufzeit her ist das genauso wie Bubble Sort in n Quadrat drin, also quadratisch bezüglich der Eingabelänge. Also je länger das Array wird, desto höher der Aufwand, und zwar quadratisch so hoch. So, unsorted Punkt, ups, nicht Hashcode. Length natürlich, j plus plus. So, und jetzt wollen wir uns erstmal natürlich hier oben noch ein Array erstellen. Sorted ist gleich new int array über unsorted.length. Nein, das ist wirklich jetzt aber. So, und da sehen wir auch schon den Unterschied zwischen Bubble Sort und Insertion Sort. Bubble Sort arbeitet auf demselben Array, also da geben wir quasi das unsortierte Array sortiert zurück und vertauschen hier bloß ein paar Werte. Und hier Insertion Sort braucht tatsächlich ein neues, auf dem wir dann arbeiten können. Und ja, deswegen nimmt man auch oftmals lieber Bubble Sort, aber im Prinzip in der Praxis nimmt man die beiden eigentlich eh fast nicht, weil sie so langsam sind. Ja, gut. So, was wir jetzt hier machen ist, wir suchen uns unser Maximum raus. Das heißt, wir brauchen hier natürlich noch einen maximalen Wert, dem wir als erstes mal integer.minValue zuweisen. Falls ihr das Ganze in C schreiben müsst oder sowas, diese Konstanten hier, MinValue und MaxValue, die gibt es tatsächlich überall. Und ich würde euch raten, tatsächlich die Konstanten zu nehmen und nicht aus Wikipedia irgendwie die Zahl an sich rauszusuchen, was irgendwie mit minus 2 Millionen oder sowas ist. Weil das kann, also Windows regelt das zum Beispiel anders. Die nehmen für Integer-Werte oder sowas, oder falls ihr doppelt sortiert, nehmen die unterschiedlich viel Speicher. Das heißt, ihr müsst da aufpassen und am besten aufs Betriebssystem zuschneiden. Also tatsächlich dann integer.minValue nehmen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß. So, und jetzt gehen wir hier drüber und sagen, okay, wenn unser Maximum kleiner ist als, ich will das Minimum eigentlich haben, merke ich gerade, sonst sortieren wir falsch rum. So, jetzt, wenn unser Minimum größer ist als unser aktueller Eintrag im Array, also unsere, keine Ahnung, 1 oder sowas, was auf jeden Fall der Fall sein wird für das erste Mal. Das heißt, das erste Mal wird es auf jeden Fall überschrieben. Gut, dann sagen wir hier halt unsorted an der Stelle J, und dann überschreiben wir einfach unser Minimum. Also Minimum ist gleich unsorted an der Stelle J. So, jetzt haben wir quasi unser Minimum berechnet. Und zwar in jedem Durchlauf berechnen wir unser Minimum neu. Jetzt muss man hier natürlich noch aufpassen. Wir dürfen dieses unsortierte nicht behalten. Sonst, also dieses unsortierte an der Stelle J, sonst haben wir ja jedes Mal dasselbe Minimum. Das wollen wir ja nicht. Okay, was machen wir dann da? Da gibt man dann, ja, manche machen einfach null draus. Das kommt dann auf das Array drauf an. Ich würde hier einfach mal empfehlen, wir schreiben uns den MaxValue rein. Also Integer, ups, Punkt MaxValue. So. So finden wir auf jeden Fall immer einen kleineren Wert, solange wir eben durch die Länge durchiterieren. Gut, also wir haben unser Minimum gefunden. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen unser Minimum einfach vorne einfügen. Okay, das heißt, wir sagen sorted an der Stelle i, weil wir jetzt in der äußeren Schleife sind, ist gleich einfach das Minimum und fertig.
Und das lassen wir hier quasi durchlaufen und sind danach fertig. Achso, ich sollte es vielleicht noch zurückgeben. So, Return Sorted. Gut, und jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. Achso, ja, natürlich. Ihr seht jetzt hier, also da kam schiefes Zeug raus. Ich habe mich gerade gefragt, warum das so war. Ja, logischerweise müssen wir diesen Wert, also wir können, es kann ja passieren, dass wir unser Minimum mehr als einmal überschreiben, falls wir das Minimum nicht gleich am Anfang finden. Und das habe ich irgendwie gerade natürlich vergessen. Warum auch immer. Das heißt, wir sagen, bevor wir hier bevor wir hier einfach reingehen, sagen wir unsorted an der Stelle J. Also wir lassen die Zeile hier einfach raus und sagen unsorted an der Stelle J ist einfach unser Minimum, unser ehemaliges und überschreibendes. So, das erste Mal wird da einfach ein maximaler Value reingeschrieben und das Minimum wird überschrieben und danach wird halt immer der originale Wert wieder reingetan. Das ist der Trick dabei. Also ihr tauscht quasi Minimum und ja. Und jetzt haben wir den ganzen Fehler sogar immer noch, weil ich hier vergessen habe, ein K einzusetzen. Ich bin gerade irgendwie Brain AFK, es tut mir furchtbar leid. Int K natürlich erstmal ins Minimum reinspeichern und dann sortieren wir hier erstmal hier über K. So, und jetzt sollte das Ganze aber immer noch nicht. Ist jetzt falsch rum gemacht. Ich habe es falsch rum gemacht. Ich habe einfach die Zeilen hier vertauscht. Jetzt aber. So, jetzt habe ich es richtig rum. So, ja. Also man, es kommt da natürlich auf die Zeile drauf an. Wenn ich hier zuerst das unsorted an der Stelle J überschreibe, dann ist es weg. Dann habe ich danach hier nur noch ein Maximum und das Minimum kriegt wieder das Maximum ab. Also macht keinen Sinn. Ja. So, und jetzt haben wir das Ganze hier wieder schön sortiert. Also 1, 1, 12, 15, 12, ja, 12, 15, 21, 45, etc. etc. Ja, das war der Insertion Sort. Ihr seht, wie der arbeitet, also einfach in neues Array jeweils das Minimum einfügen. Wenn ihr hier einfach auf das Maximum ändert, also hier ein Max draus macht, dann müsst ihr hier einfach Min-Value machen und hier dann logischerweise die Gleichung umdrehen, also kleiner. Und dann habt ihr es andersrum sortiert, das ist das Schöne dran, es geht echt fix. Ja, nächstes Mal machen wir, lasst mich gucken, den Merge-Sort. Der wird ziemlich spannend, weil der endlich mal effizient ist. Also der hier läuft ja auch in O von n Quadrat und der Merge-Sort ist halt schneller. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, wir hören uns. Ciao, ciao.